aber in erster Linie Ärger über die Politik, wie sie ist und wie sie damals war. Und da wollte ich was dagegen tun. Politik hat mich schon immer interessiert. Ich war damals auch Klassensprecher, habe bei den Jusos mitgemacht und zur Kommunalpolitik bin ich eher durch Zufall gekommen. Ich war im Ortsverein Nordstadt tätig, da bin ich immer noch. Da wurde ich gefragt, ob ich Bezirksbürgermeister werden will. Habe gar nicht genau gewusst, was das ist, habe gesagt ja und habe dann 2001 damit angefangen. Und das macht mir auch sehr viel Freude. Das ist eine gute Frage, da müsste ich ja fast 40, 45 Jahre zurückgehen. Die Bereitschaft der Menschen ist nicht so groß. Also es gibt immer nur einen ganz kleinen Teil. Und wenn man dann irgendwann mal die Hand hebt und sagt, ich möchte gern dabei sein, dann ist man gefangen. Man kommt noch nicht wieder raus. Also ich kann schon sagen, dass ich so quasi seit meinem 16. Lebensjahr eben halt auch politisch irgendwie auch aktiv bin. Ich finde es ganz spannend oder toll, wenn man sich für den eigenen Stadtbezirk erstmal interessiert und versucht auch, den kreativ weiterzuentwickeln, sage ich mal. Also mit dabei zu sein, diesen Stadtbezirk weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich das gemacht. Wir sind hier die Kommunalpolitiker. Das ist eigentlich die unterste Ebene. Und wir sind diejenigen, die eben das machen, was vor Ort gebraucht wird. Das sind Schulen, Kitas. Wie sehen die Straßen aus, wie sehen die Häuser aus und so weiter. Das sind genau die Belange, die eigentlich jeden in jedem Stadtteil interessieren, da wo ich wohne. Wie sieht mein Umfeld aus? Und dafür sind wir zuständig. Ja, man ist quasi vor Ort. Man kennt die Leute selber, die Leute kennen einen, man kennt die Probleme. Die Politik im Land, also im Landtag oder im Bundestag, ist ein bisschen weiter weg von den Menschen. Das ist das Schöne an der Kommunalpolitik. Das Spannendste ist eigentlich der Dialog mit dem Bürger. Fragen Sie mich als alten Hasen, das Spannendste, wenn Sie anfragen, Frischling, der sagt, oh, ich will das alles mal kennenlernen. Wir wirklich, was wir beschließen, dann auch sehen, wie es umgesetzt wird und dass wir direkt Kontakt mit den Menschen haben. Wenn was klappt, sehen wir es. Und wenn es nicht klappt, dann sehen wir es auch gleich. Das Spannendste in der Kommunalpolitik sind auch die Bezirksratssitzungen. Letztlich die Erfolge sehen. Das heißt, wenn man hier arbeitet im Stadtbezirk, für sie, für einen selbst, aber auch mit anderen Leuten zusammen, dass man dann nach vielen Diskussionen dann letztlich zum Ergebnis kommt. Das ist spannend. Da fängst du gleich mit der schwierigsten Frage an. Wenn ich das wüsste, würde ich sofort loslaufen und das auch tun. Weil es ist schwierig. Wir sind jetzt seit über 10 Jahren, sind wir hier in Hainholz sozusagen fast fokussiert, auch mit der sozialen Stadt. Und trotzdem haben wir dieses schlechte Ergebnis gehabt 2006. Und wenn du dich hier ein bisschen umgeschaut hast, ein Loch und eine Baustelle jagt die nächste. Also es passiert auch was. Es passiert auch was, was die Menschen eigentlich vor Ort sehen müssten. Na, ich finde das überhaupt nicht gut, weil gerade die Leute, die hier wohnen, sollten auch zur Wahl gehen, weil sie sind ja auch betroffen. Es sind ja Leute, die nicht unbedingt viel Geld haben. Die Leute, die in Kirchrode wohnen oder so, die gehen viel mehr wählen, weil sie ihre Interessen dann auch vertreten sehen wollen. Also es ist wichtig, dass man wählen geht, damit auch die eigenen Interessen vertreten werden. Es ist aber auch wichtig, nicht nur wählen zu gehen, sondern auch dann was anderes noch zu machen, zum Beispiel auch mal mit den Politikern, den Kommunalpolitikern vor Ort zu reden, an die man hier rankommt und dann auch mal zu sagen, hier, mach das aber mal besser oder mach das mal anders. Andere Menschen kämpfen für das Wahlrecht, für die Demokratie. Sie gehen sogar ins Gefängnis und wir haben hier dieses Wahlrecht. Und das ist dann sehr traurig, dass es nicht wahrgenommen wird, weil die Menschen können dann auch nicht mitbestimmen. Wer nicht wählt, darf dann auch später nicht meckern, dass es nicht so klappt. Ich kann es verstehen. Ich habe da kein Patentrezept, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr als Aufklärung und so wie Sie es das hier mit diesem Projekt machen, was ich außerordentlich gut finde, kann man schon fast nicht mehr. Wir können heutzutage nicht jeden an die Hand nehmen und sagen, nun gehst du zum Wahllokal, hier ist der Stimmzettel und füll aus. Das muss dann jeder schon für sich selber entscheiden. Ne? Die Politik wird immer an der Bundespolitik festgemacht. Also das, was hier auf kommunaler Ebene passiert, bekommt der normale Bürger nicht mit oder will es nicht sehen. Die
Menschen halt, also müssen, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen in die Politik auch irgendwie herangeführt werden und sich dafür interessieren, dann gehen sie eben halt auch zur Wahl halt dann. Und Aufgabe der Politik, also eben halt auch der Mitglieder auch im Bezirksrat, ist natürlich eben halt auch die Menschen irgendwie auch mitzunehmen und zu zeigen, wo es längst geht. Es gibt andere Länder, in denen die Menschen auf die Straße gehen und sich teilweise auch mit Gewalt versuchen, Stimmen zu verschaffen, beziehungsweise ein Stimmrecht zu kriegen oder wählen zu dürfen. Es gibt sogar Länder, in denen sich Menschen umbringen, um wählen gehen zu können. Und in der Demokratie, wie wir es hier haben, finde ich, sollte man das zumindest insoweit respektieren, dass man wenigstens diesen einen Tag, das ist ja nur meistens sonntags oder dieser Sonntag, dass man da in der Zeit von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends mal für eine halbe Stunde kurz zum nächsten Wahllokal geht und wählen tut. Ja, das hoffe ich ja ganz stark. Einmal hoffe ich ja, dass auch euer Projekt dazu hilfreich ist. Politik zum Anfassen. Und ich denke, genau das machen wir ja. Ja, das hier, dass ich hier bin, gehört zum Beispiel dazu. Und dass wir auf der Straße auch Wahlkampf machen und mit den Leuten sprechen. Und ja, durch direkten Kontakt passiert das am besten. Geht hin zur Wahl und nicht nur immer schimpfen und euch dorthin stellen. Und ja, wir wollen das haben, ist alles scheiße, wie oft gesagt wird. Sondern hingehen, sich selber einbringen, motivieren und sagen, so, wir wollen mit unserer Stimme hier zu einer entsprechenden Politik auch im Stadtteil beitragen. Es wird ja gesagt, dass die jungen Menschen unpolitisch sind. Das stimmt ja nicht. Sie sind vielleicht nicht parteipolitisch, aber sie sind ja politisch. Sie engagieren sich für Projekte oder für einen Verein oder für bestimmte Sachen. Und wichtig ist, dass die jungen Menschen auch sehen, dass sie direkt Politik mit beeinflussen können und vielleicht sogar Interesse an Politik gewinnen und dann selbst mitmachen. Also jetzt aber auch als Bezirksratspolitiker halt, also sehe ich eben halt in solchen Projekten eine sehr gute Chance, eben halt junge Menschen überhaupt auch an Politik heranzuführen oder überhaupt erstmal für Politik zu interessieren. Ich finde, bin ich jetzt ein bisschen gemein, es liegt auch ein bisschen dann an den Schulen. Die Schulen müssen auch versuchen, den jungen Menschen, sage ich mal, die ab 16 ja schon zur Kommunalwahl gehen können, zu vermitteln, dass das ganz wichtig ist und dass man damit auch schon so ein bisschen kreativ tätig sein kann. Ich weiß nicht. Ich kann also die Jugendlichen nicht reinblicken, aber ich hoffe, dass sie die Möglichkeit wahrnehmen, doch zur Kommunalwahl auf jeden Fall die Möglichkeit wahrnehmen, zur Wahl zu gehen. Ist ein Appell an die Jugendlichen, mehr nicht. Dann bedanke ich mich wieder.